Aktuell haben wir eine ganze Reihe von Schwierigkeiten im Verständnis, die ganz unterschiedliche Gründe haben. Einer der Gründe ist, glaube ich, dass die Türkei die deutsche Anteilnahme, die sozusagen Emotion, die Empathie vermisst hat, als es in der Türkei zum Putsch gekommen ist, oder zum Putschversuch gekommen ist. Er ist ja Gott sei Dank, will ich nochmal heute die Gelegenheit nutzen, ausdrücklich zu sagen. Und wir haben natürlich auch über Incirlik geredet. Die türkische Seite, glaube ich, hat verstanden, dass wir als Deutsche kein Interesse daran haben,